einen, danke vielmals, einen recht schönen guten Abend wünsche ich Ihnen heute zu einer sehr herbstlichen Montagsmalerausgabe. Auf den Tag genau haben wir Herbstbeginn. Und da haben wir uns überlegt, die Winzer wünschen sich noch ein paar sonnige Tage für den Wein. Und die Weidleute sagen, die Weidmänner und Weidfrauen sagen, der Hirsch ist offen. Also, wen haben wir eingeladen? Den Wald gegen den Wein. Und mit dem Wein begrüße ich viermal den Hochadel, vier Königinnen. Und zwar die aus dem Badischen. Daneben die noch amtierende, gerade noch amtierende deutsche Weinkönigin. Die Weinkönigin von Mosel-Saar-Ruwer. Und die Weinkönigin aus dem Gebiet der Nahe. Und zum Thema Wald haben wir uns überlegt, wer hat zum Thema Wald etwas zu sagen? Ein parlamentarischer Staatssekretär aus dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Neben ihm ein Förster. Das ist der, von dem die anderen sagen, typisch, weil er einen Bart hat. Ich weiß nicht, ich kenne die Förster nicht nur mit Bart. Den Leiter des Bayerischen Forstamtes. Daneben ein ehemaliger Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus Nordrhein-Westfalen, der sehr viel mit dem Wald zu tun hat. Und der Baron ist der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Thema Wald gegen Wein. Ich begrüße Sie. Und dagegen haben wir uns eingeladen, zwei Kindermannschaften, und zwar einmal aus der Pfalz, ganz genau woher aus? Arzheim bei Landau. Arzheim bei Landau. Und das hört man auch am Dialekt und das darf man auch hören und das soll man auch hören. Und ihr habt mit der Weinlese zu tun und die Kinder, die hinter euch stehen, kommen aus Nordrhein-Westfalen und zwar aus? Stromberg. Stromberg. Was ist denn die nächstgrößere Stadt? Münster. Münster. Und da gibt es Pflaumen, Pflaumen, Pflaumen. Keine Zwetschgen, gell? Jetzt hätte ich eines fast vergessen. Ich muss noch einen Gast begrüßen. Und zwar unseren heutigen Montagsmaler-Gewinner. Das ist der Zuschauer, der uns, wie viele von Ihnen, immer wieder Begriffe zuschickt. Herr Manfred Dasker aus Lehmbruch, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir werden Ihre Begriffe nicht verraten, denn die wollen wir ja irgendwann verwenden. Ich möchte aber die anderen Zuschauer auffordern, uns auch zu schreiben, auf einer Postkarte, in einem Brief, was Sie glauben, was man vielleicht malen könnte. Adresse Montagsmaler, Sie sehen es hier, Südwestfunk, Postfach 820 in 7570 Baden-Baden. Herr Daske, diejenigen, die dann Fortuna aus dem großen Topf fischt, die dürfen wie Sie Gast bei unserer Sendung sein. Und jetzt schicke ich die Pflaumenkinder als allererstes in die schalldichte Kabine. Deshalb steht nämlich bei uns da oben drüber Trauben gegen Pflaumen. Würdet ihr euch unserem Publikum mal ganz kurz vorstellen? Also ich heiße Marika Rutz, ich bin 11 Jahre alt. Ich bin in der Trachtengruppe. Meine Hobbys sind Tanzen, Schwimmen, Radfahren und Tischtennis spielen. Und neben der Marika sitzt der Dominik. Ja, ich heiße Dominik Bernhard, bin 11 Jahre, bin auch in der Trachtengruppe. Und meine Hobbys sind Malen und Radfahren. Und der Andreas? Ich heiße Andreas Wendel, komme auch aus Arzheim und meine Hobbys sind Tanzen, Schwimmen und Radfahren. Und ich heiße Silvia Kirsch, bin 10 Jahre, meine Hobbys sind Malen, Radfahren, Tanzen und Singen. Und mal höre bitte ganz genau, sie heißt Sylvia mit Y, legst du die Sylvia Wert drauf. Ihr alle miteinander helft in der Weinlese, habe ich gehört. Tut ihr das jedes Jahr, Marika? Ja. Was gibt's da zu tun für Kinder? Also, Viel? Ja. Trauben schneiden? Ja. Dürft ihr das, Dominik, Trauben schneiden? Ja. Wo schneidet man die ab? Gleich da, wo die Trauben aufhören oder nach dem Stängel oder wie? In der Mitte, ja. In den goldenen Mittelweg. Andreas, erzähl mir, wie ist das? Geht ihr da mit dem Eimer durch die Reihen oder was tut ihr? Ja, und dann? Mit dem Eimer durch die Reihen, schneiden die Trauben ab, legen sie rein und verschieden. Entweder tun wir sie gleich auf der Woche drauf. Ja, auf dem Wagen, ja. Mhm. Sprich du ruhig, wie dir der Schnabel gewachsen ist, das ist schon richtig. Ja? Oder Einlese, ein bisschen ein Taschengeld? Ja. Ja? Und wie wird das bezahlt? Für Stunden oder für Eimer? Also ich persönlich krieg's für Eimer. Und du, Andreas? Verschiede, für Stunde. Ja? Ja. Und auch für Eimer? Was macht da Spaß an der Weinlese, Andreas? Schneide, Traubenessen. Das Traubenessen, ja? Und was kriegst du denn zum Beispiel für den Eimer? Oh, 50 Pfennig. Und wie lange brauchst du, bis einer voll ist? Verschiedene. Kommt auf wie viele Trauben, dass an einem Stück sind. Ja, das ist völlig richtig. Aber sagen wir mal so ungefähr. Ja.
Nee, ganz 5 Minuten. Nee, ganz 5 Minuten. Und für ein 1,50 Pfennig jetzt überlassen wir es den Zuschauern. Die sollen rechnen, wie viel ihr verdient, ja? Mhm. Auf alle Fälle helft ihr ganz toll bei der Weinlese. Marika, das sind ganz einfache Begriffe. Ihr braucht gar keinen Bammel haben. Spiel ab. Das ist jetzt nicht verschieden. Das ist ein Begriff. Baum? Ein Baum. Ja, was ein Baum. Für einer? Pflaumenbaum. Richtig! Schlitzengarten. Toll! Ein Pflaumenbaum. Trauben? Ja, die lasse ich gelten. Weintrauben. Super. Oh. Pflaume? Nein. Ball? Ball? Ein Ball. Und was für ein Ball? Wasserball? Fußball? Kein Fußball. Was anderes ist ja jetzt gerade ganz hochaktuell. Nicht der Fußball, sondern der? Luftballon. Na, guck mal, was sie da malt. Mit dem schlägt man den Ball. Tennisball. Der Tennisball war es, richtig. Eisbecher? Besser. Nein. Die braucht man allerhöchstens, wenn man nachts Wein liest. Taschenlampe. Gut, Andreas, gut. Hund? Nein, aber es ist ein Tier. Auch keine Weinprinzessin. Nein, es ist ein Esel? Tier. Nein. Du, pass mal auf. Ich glaube, die kann man ganz toll von vorne malen. Probier sie mal. Im riesengroßen Kopf. So. Schnecke? Nein, größer. Katze? Nein, keine Katze. Und das Wichtigste sind die Augen. Ganz große hat die. Und wenn, Tiger? Wenn ich euch jetzt noch sage, Herr Baron, ich weiß, dass man bei Ihnen das nicht nach Athen Fuchs. Trägt. Bär? Bitte, was? Fuchs. Es ist wie der Fuchs im Wald, aber es ist mehr oben in den Bäumen. Eule? Ja. Richtig, Andreas. Oh je, ich mache mal wirklich 5 Sekunden erst. Wasserschlange? Es ist eine kleinere Schlange. Baum? Noch kleiner. Es ist keine Schlange. Wurm? Ein Wurm? Lass ich gelten, jawohl. Schnell, vielleicht reicht's noch ein. Scheiße. Wie bitte? Das hat leider nicht mehr gereicht. Ich danke euch. Da kam eben aus ehrlichem Kinderherzen ein Schade. So. Hier haben wir also die Kinder aus Stromberg in Nordrhein-Westfalen. Und auch euch bitte ich, euch erst mal kurz vorzustellen. Ja, ich heiße Johann Schmidt. Und meine Hobbys sind Fußball spielen und Skateboard fahren. Und neben dem Johann sitzt die Tanja? Ich bin die Tanja Plundke. Meine Hobbys sind Rollschuhfahren, Skateboard fahren und schwimmen. Ich heiße Ingo Ruschow und meine Hobbys sind Fußball spielen, schwimmen und Skateboard fahren. Ich heiße Timo Lichter und meine Hobbys sind Tennis, Radfahren und schwimmen. Inge, sag mal, ihr sagt alle miteinander nahezu Skateboard fahren. Ja. Wie viele Einwohner hat eure Stadt, Johann? Euer Dorf, wie viele sind da etwa? Fast 4000. So. Da hat es also noch Platz zum Skateboardfahren. Da kommen dann nicht die Autos, ja? Mhm. Und weiß einer von euch auch, wie viele Pflaumenbäume es bei euch gibt? Wie viel? 28.000. Ungefähr. Ungefähr? Ja. Also jetzt müsst ihr mal wieder ausrechnen, wie viele Pflaumenbäume auf jeden Einwohner kommen. Gibt es bei euch zu Hause überall einen Pflaumenbaum? Ja, bei uns. Ja? Und ihr helft Feste, Timo? Ingo? Ja, bei uns. Und wie, also es kann sich ja kein Mensch eine Vorstellung machen, wie Pflaumenernte bei 28.000 Bäumen wohlgemerkt vor sich geht. Johann, kannst du das mal erklären? Geht da einer rauf und schüttelt oder wie? Nee. Die gehen mal mit dem Traktor, da hinten haben sie so eine Maschine, so eine Rüttelmaschine. Da ist auch so ein Stahlseil und das binden sie dann um den Baum und dann wird er gerüttelt. Ach so, das macht der Mensch gar nicht, das macht der Traktor. Ja, wenn ein paar noch da drauf bleiben, dann geht er mit der Leiter hoch. Aha. Und Ingo, wie ist das, wenn dann fallen die alle ins Gras, oder wie? Nein, da sind unten so Laken und so, oder Plane. Planen, damit man es deutlich sieht. Aha. Tanja, müsst ihr helfen? Helft ihr gerne? Aber ich meine, bei 28.000 Pflaumenbäumen, da muss man schon ran, nicht? Verschieden. Verschieden? Verschieden kriege ich immer wieder zur Antwort. Sag mal, ist es auch verschieden? Kriegt ihr auch ein bisschen Taschengeld dafür? Ja. Ja? Ja. Ja? Pro Baum, pro Pflaume, pro Eimer oder wie? Pro Kopf. Pro Kopf. Ja, das dachte ich mir fast. Pro Kopf. Aber hast du gesagt pro Korb? Ja. Entschuldigung, ich habe gedacht pro Korb. Und wie groß sind die Körbe? So lang. Und ja. Und wie lange brauchst du, bis einer voll ist? 10 Minuten. Und was kriegt er für einen Korb? 40 Pfennig.
40 Pfennig? Kriegst du mehr? Ja, 70. Hoppla. Ist das ein Onkel von dir? Nee, aber ein Bekannter. Aber ein Bekannter. Also muss man sich vielleicht mal umgucken. Die gleichen Begriffe wie die anderen Kinder? Ja, Spiel ab. Pflaumenbaum. Baum, ja, Pflaumenbaum. Der Pflaumenbaum war's schon. Weintrauben. Ja. Einer. Apfel. Nein, was ganz anderes. Pflaumen. Mal das dazu, womit man's spielt. Fußball. Ball. Kein Fußball. Wasserball. Kein Wasserball. Handball. Handball. Ganz anderer Ball. Tischtennisball. Kein Tischtennisball, sondern Tennisball. Ja, Tennisball. Der war's. Ah. Kein Männchen. Jetzt helfe ich euch, so wie ich den anderen Kindern auch geholfen habe. Wenn man das hätte, würde man bei Nacht auch auf dem Laken die Pflaumen finden. Lampe, Taschenlampe. Richtig. Wenn ich den anderen schon so geholfen habe, muss ich jetzt auch helfen. Wie du die malen sollst, überlegst dir mal. Von vorne, ja, Ohren hat. Katze. Katze. Keine Katze. Maus. Auch nicht. Hund. Auch nicht. Löwe. Nein, der sieht... Kater. Nein. Und Körper hat er auch noch. Mann, Mensch. Mensch. Kein Mensch, nein. Das ist schon ein Tier. Ein Hamster. Nein, und dieses Tier ist im Wald. Fuchs. Kein Reh, kein Fuchs, es ist mehr... Hase. Hase. Es ist mehr nicht auf dem Boden, sondern in den Bäumen. Vogel. Vogel. Was für einer? Kuckuck. Nein, ein... Adler. Ein großer... Bussard. Nein, ein großer... Falke. Guck mal, die Augen hat er doch ganz groß gemacht. Eule! Ja! Eule. Schlange! Schlange, Regen! Regenwurm war's, ja! Mal ihn so, wie er im Herbst ist. Mal ihn so, wie er im Herbst ist. Jetzt, so. Ja. So. Jetzt heißt's, Moment! Ganz rasch. Ganz rasch geht ihr jetzt raus. Nein, 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 nix. Ganz rasch gehen die Kinder raus. Die Puppen gehen bitte doch mal hoch. Und zwar zack, 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 zack. Ihr geht ganz schnell raus. Ich brauche nämlich einen Kindersieger. Bleib du bei mir. Bleib du bei mir. Jetzt, pass mal auf, hier steht Erwachsenenentscheidung, Erwachsenenentscheidung. Hier ist Entscheidung Kinder. Wir haben 18 zu 18 und ich brauche einen Sieger bei den Kindern. Jetzt gibt es einen einzigen Begriff. Den kriegen die anderen auch. Und da kommt es auf die Geschwindigkeit an, welche Gruppe ihn schneller rausfindet. Spiel ab. Igel. Igel. Fuchs. Tür. Baum. Was ganz anderes. Schornstein. Schornstein. Ist der erste Teil des... Schornsteinfeger. Richtig. Und jetzt den Platz. Und wo sind meine Kinder? Wer malt bei euch? Dominik, du? Also. Es ist jetzt wie am Schluss ein einziger Begriff und wer ihn am schnellsten raus hat, kommt in die Schlussrunde. Spiel ab. Baum, Fenster. Nein. Gedächtnis. Abend. Nein. Hut. Ja! Der Jugendschrei. Es sollte der Schornsteinfeger sein. Das macht nichts. Guck mal, wie knapp das war. Dafür kriegt ihr jetzt alle eure Klecksepuppen, kommt her mit zu mir. Und das heißt, die Stromberger sind nachher im Endstreit gegen die Erwachsenen. Darf ich die Weinköniginnen zu mir bitten und Wald- und Forstengemeinschaft in die schalldichte Kabine, weil sie nachher den gleichen Begriff bekommen, die gleichen Begriffe. Königliche Hoheiten, ich begrüße Sie. Ich möchte vielleicht mal mit einem allgemeinen Vorurteil aufräumen, also eine Weinköniginnenwahl, ob eine Gebietsweinköniginnenwahl oder die der deutschen Weinkönigin, die ja jetzt Anfang Oktober bevorsteht wieder, ist alles andere nur keine Schönheitswahl. Ist das richtig? Das neben mir sitzt die Weinkönigin von der Nahe. Ja. Auf was kommt es da an? Also man muss Fachkenntnis mitbringen, auf jeden Fall. Entweder hat man eine Winzerlehre gemacht oder stammt aus einem Winzerbetrieb, dass man also Winzerstochter ist. Es ist aber auf keinen Fall eine Disco-Queen.
ist keine Disco-Queen. Richtig. Darf ich Sie vielleicht mal alle wie die Kinder bitten, sich vorzustellen mit Ihren Berufen, die Sie normalerweise ausführen? Neben mir ist Jutta Steyer, Weinkönigin von der Nahe und von Beruf? Stewardess bei einer sehr großen deutschen Fluggesellschaft. Sagen wir es ruhig bei der Lufthansa, ja. Darf man in dem Fall sagen. Das ist Jutta Simon. Ja, ich bin die Weinkönigin von Mosel-Saruga. Und von Beruf? Von Beruf bin ich halt im bürgerlichen Leben Studentin und leite auch zusammen mit meiner Schwester ein Weingut. Durch den sehr frühen Verlust Ihrer Eltern leiten Sie mit Ihrer Zwillingsschwester das Weingut und studieren im Moment was? Weinbau und Kellerwirtschaft. Damit das auch alles richtig fundiert klappt. So ist es, ja. Und hier sind die deutsche Weinkönigin. Mechthild Meyer von Beruf. Ich bin gelernte Hotelfachfrau. Und jetzt noch kurze Zeit im Amt? Ja, in der nächsten Woche wird neu gewählt. Und da sind Sie mit dabei? Ja, und geben die Krone ab? Ja, ja. Und neben der Hotelfachfrau sitzt die badische Weinkönigin Sonja Höferlin von Jawohl. Beruf? Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann und zuletzt in der Weinbranche im Verkauf tätig. Sonja, ist es Bedingung, um sich zu bewerben bei der Weinköniginnenwahl, dass man Winzertochter ist? Oder was muss man mit dem Wein zu tun haben? Also die Verbindung zum Wein sollte bestehen, wie gesagt, aufgrund einer Winzerlehre. Ein Geburt als Winzertochter oder die Arbeit im Weinberg ist im Prinzip schon wichtig. Zur Prüfung, wie gesagt, Fachwissen, aber nicht nur, also vor allem Kellerwirtschaft, Weingesetze, was im Moment natürlich sehr gefragt ist. Wer fragt Sie, Frau Simon, wenn Sie im Außendienst, sage ich jetzt mal, unterwegs sind als Weinkönigin, als Gebietsweinkönigin, dann kann ich mir vorstellen, dass sehr oft die Verbraucher kommen. Was geben Sie Verbrauchern zur Frage, die zum Beispiel im letzten Jahr gesagt haben, na Frau Königin, ist bei Ihnen auch Glykol im Wein? Ja, dazu kann man nur sagen, dass es halt in Deutschland 5 Firmen waren, bei denen Glykol aufgetreten ist und dass es da hingegen 100.000 Winzer gibt, bei denen nichts gefunden wurde. Sie müssen fachlich unbeschreiblich viel wissen. Ich war einmal bei einer solchen Wahl dabei. Also Weinrecht, Weinkunde, Kellerwirtschaft, was gehört da noch alles dazu? Ja, ein bisschen Marketing, Betriebswirtschaft. Ja. Halt, wie man den Wein an den Mann bringt, das ist ja nun die Frage, das ist auch die schwierigste Frage. Oder an die Frau, ja? Oder an die Frau, ja. Mechthild Meyer, als deutsche Weinkönigin, hat man da noch Zeit für ein Privatleben? Wenig Zeit. Man ist als Weinkönigin für ein Jahr unterwegs und dann steht natürlich zunächst die Freizeit hinten an. Und wenn es irgend möglich ist, versuche ich noch einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Ja, was sagt denn der Hotelbetrieb dazu, wenn die Königin immer unterwegs ist? Auch er nimmt das in Kauf und ich kann also immer unterwegs sein, wenn es notwendig ist. Sie müssen ganz schön schlagfertig sein, wenn Sie bei Weinkongressen oder ansonsten dem Verbraucher gegenüberstehen. Lernt man sowas? Ist sowas angeboren? Ich meine, getestet wird es ja in den Prüfungen. Ich glaube, das Lampenfieber vor einer Veranstaltung, das bleibt wohl immer. Allerdings bekommt man wohl ein bisschen Gewohnheit in die ganze Sache. Es ist nicht mehr so neu. Man gewöhnt sich ein bisschen und kann vielleicht schlagfertiger antworten. Müssen Sie trinkfest sein, Jutta? Man muss es mehr oder weniger sein, ja. Aber ich mehr glaube, mehr oder mehr weniger? Es kommt immer drauf an, aber ich glaube, wenn man dann wirklich mal zu viel hat, soll man lieber aufhören, weil eine betrunkene Weinkönigin ist ja auch nicht so das Wahre. Sagen Sie, Jutta, wie vereinbaren Sie? Wenn ich mir vorstelle, der Beruf des Stewardess ist ein voll ausgefüllter. Was sagt denn nun Ihr Haus, bei dem Sie Stewardess sind, über die fliegende Weinkönigin? Ich glaube, Sie sind die erste fliegende. Wie kriegt man das unter einen Hut? Ja, also ich bin die erste fliegende Weinkönigin und es hat manchmal nicht geklappt, aber so im Großen und Ganzen, da ich ja sehr viel Freizeit habe, doch in meinem Beruf. Und die habe ich dann für die Weinkönigin geopfert, wie man so schön sagt. Welche Fragen stellen Ihnen denn Leute, die zu Ihnen kommen, als allererstes? Wie wird man Weinkönigin? Und Weinkönigin kann man wieder werden, wenn man Gebietsweinkönigin war wie Sie. Gibt es das denn auch mal, also Sie als Gebietsweinköniginnen, stellen Sie sich jetzt zur Wahl bei der deutschen Weinköniginnenwahl? Jutta? Meine Vorgängerin wird zur deutschen gehen, ich werde im nächsten Jahr antreten. Ja, und Jutta Simon? Ja, ich werde dabei sein. Und was macht, ich frage die Amtierende nicht, denn die dankt ab. Ja. Und die Jutta Steyer? Also bei mir ist das schwierig, da das also mit der Zeit dann nicht mehr zu vereinbaren sein wird. Werden Sie sich nicht stellen, ja. Ansonsten wäre die Verpflichtung zu groß und es bliebe nichts mehr gut. Also Sie sehen, da muss einiges mehr dahinter stecken. Als, wie haben Sie gesagt, es ist keine Disco-Queen. Ja. Jutta, kommen Sie. Wir malen und bei den Erwachsenen haben wir auch als erstes die einfachen Begriffe. Nachher geht es dann um Sprichwörter, Redensarten und wird ein bisschen diffiziler. Spiel ab. Weinglas. Kein Weinglas. Ein Kelch. Ein Pokal. Wein. Pokal. Richtig, Pokal war's.
Wald, Baum, Strauch. Ein Zelt. Der Apfelfeld. Festzelt. Nein, Weinzelt. Traubenlese. Es ist kein, keine Redensart, es ist ein Wort. Und Blattfall, Laubfall. Das Wort Baum kommt nicht vor, aber Herbst. Da fällt was runter von dem Baum. Blätterfall. Das sind nicht Äpfelfall. Und wenn, wenn Äpfel zum Beispiel fallen, dann Reife. Ist das. Was ist das dann? Herbst. Wenn Äpfel fallen oder Pflaumen fallen oder Birnen fallen, wie nennt man das dann, was am Boden liegt? Fallobst. Richtig. Oh. Ein Baum, ein Pilz, ein Haus. Auch hier spielt sich das in der Gegend der Bäume ab, aber das Wort Baum kommt nicht vor. Stuhl, Tisch. Ja, ein Stuhl, der nicht Stuhl heißt. Thron. Nein. Hochsitz. Richtig. Oh, hier, wir gehen mathematisch vor. Würden Sie es vielleicht mal mit dem menschlichen Haupt probieren, Sonja? Ah. Perspektive. Nee, viel einfacher. Das ist ein Kopf. Glatze. Nee, nicht ganz. Ein Scheitel. Eine Glatze hat er noch nicht ganz. Eine Platte. Geheimratsecken. Richtig. Oh. Toll. Gitter. Fantastisch. Traube. Aus der Traube wird's gewonnen. Aus Wein. Der Traube wird's Wein. Was für ein Wein? Was für ein Wein? Weißwein. Bitte? Rotwein. Weißwein, Rotwein. Kein Weißwein? Rosé. Eiswein. Ja, Eiswein. Ja, der Eiswein war. Eiswein. Gut, ja, Eiswein ist gut. Das hat's nimmer gereicht. Macht nichts. Nehmen Sie Platz. Super. Jetzt müssen sich die Herren aus dem Walde erst ganz schön schlagen, ja. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Herren? Ja, Dr. von Geldern, parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forst. Ich wollte wissen, ob Sie es noch können. Was tut ein parlamentarischer Staatssekretär, zumal man ja Ihnen doch vielleicht manchmal spöttisch nachsagt, Sie seien agrarpolitischen Außenseiter. Sie sind ja Jurist. Wenn man die notwendige Liebe und Leidenschaft zum bäuerlichen Berufsstand mitbringt, dann kann die juristische Ausbildung bei den schwierigen agrarpolitischen Problemen, die wir haben, nicht schaden. Und Sie sind ja im Ministerium von Herrn Kichle in der Hauptsache für die Umwelt und den Umweltschutz und sehr viel umweltbezogen tätig. Ich bin speziell um den Wald bemüht und besorgt auch in der Stiftung Wald rettet den Wald, Wald in Not arbeite ich mit, aber die ganze Palette der Agrarpolitik gehört zu meinem Aufgabenbereich. Im Gesetz über die parlamentarischen Staatssekretäre heißt es, wir sind berufen, den Minister zu unterstützen, ihn zu vertreten gegenüber dem Parlament, im Kabinett und auch in der Öffentlichkeit. Was kann die hohe Politik, zu welchen Entscheidungen sollte sie greifen, um den Wald zu retten? Das Wichtigste ist, glaube ich, die Luftreinhaltungspolitik. Da haben wir ja einiges getan und das muss weiter getan werden. Die Ursachenforschung muss auch weiter betrieben werden, damit wir die ganze Komplexität dessen, was den Wald belastet, erfahren und aufarbeiten können. Herr Perras, Sie als Waldmensch, als vielleicht derjenige von den vier eingeladenen Herren, der am nächsten beim Wald steht, als Leiter des Bayerischen Forstamtes. Ist das richtig, wenn wir heute Zahlen lesen, dass 50% des Waldes bereits krank, nicht kaputt, aber krank ist? Ja, das stimmt. Also für unseren Bereich kann ich die 50% sogar noch erweitern auf ca. 60%. Und in bestimmten Altersstufen, also über 60 Jahre zum Beispiel, haben wir für die gut sichtbaren Schäden, auch für den Laien sichtbaren Schäden, haben wir bereits 60-65%. Sie leiten ja unter anderem Versuchsareale, die die Stiftung Wald in Not mitfinanziert, Areale, auf denen Sie aufforsten. Was geschieht da? Welche Resultate haben Sie? Also diese Versuchsflächen werden von der Universität München, vom Waldbauinstitut geleitet. Und in diesen Versuchsanordnungen wird geprüft, unter welchen Bedingungen unsere künftigen Waldbäume, die jungen Waldbäume, in bestimmten Höhenlagen, auf bestimmten Standorten, ihr optimales Wachstum haben. Man setzt die Jungpflanzen bestimmten Faktoren aus, zum Beispiel
einen Bereich düngt man, den anderen düngt man nicht. Einen hält man unter Schirm, das heißt Altbäume stehen drüber, den anderen Bereich pflanzt man auf der Kahlfläche. Und diese Versuchsanordnung läuft für verschiedene Baumarten, Fichte, Tanne, Ahorn, Vogelbeere und so weiter. Sagen Sie, Herr Ferras, warum gab es nicht, also in den letzten Jahren sprechen wir vom Waldsterben, warum gab es nicht, und der Forstmann muss ja viel, viel langfristiger denken als der Normalbürger, warum gab es nicht die Warnungen längst bevor der Wald so kaputt war, wie er heute ist? Es gab Warnungen, nur sind diese Warnungen nicht ernst genommen worden. Es gab keine wissenschaftlichen Beweise bis dahin wahrscheinlich. Ja, die Grundlagenforschung in diesem Bereich war also noch nicht so weit, dass sie überzeugend war. Und erst Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wie der Schaden für viele sichtbar wurde, dann ist auch das Forschungsprogramm angekurbelt worden. Es sind also, ich glaube, über 300 Forschungsprojekte jetzt angesetzt. Neben Ihnen sitzt ein Mann, der hat seinen Hut wegen des Waldes genommen. Ehemaliger Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nordrhein-Westfalen. Sie haben, Herr Dr. Denecke, 1979 gesagt, wenn ihr diese Trasse, diese Autobahn durch das ökologisch einwandfreie Gebiet schlagt, dann gehe ich. Und Sie sind gegangen. Ja, und das hat ja auch, inzwischen wird die Straße nicht gebaut. Nicht? Im Grunde genommen ist dadurch auch ein bisschen das Thema politisiert worden. Wir wissen nicht, wir wussten damals noch nicht von den Waldschäden, aber wir wussten, dass Schluss sein muss mit der mit dem Landschafts- und Waldverbrauch zugunsten von Straßenbau, von Industrieansiedlung und so weiter. Frau Heremann, Sie haben liebenswürdigerweise für die sprechende und schreibende Zunft Ihren sehr schwierigen Namen abgekürzt. Würden Sie ihn einmal ausführlich mit allen Vornamen sagen? Ja, wenn ich das noch zusammenstehe. Konstantin Bonifatius, Hermann Josef, Maria Freier, Heremann von Soldwijk. Ich danke Ihnen. Freiherr Heremann, ohne das von, so heißt es, wurde ich gelehrt. Was kann die Politik überhaupt tun, beziehungsweise was antworten Sie einem Bürger, der sagt, ja lieber Gott, wenn die anderen Länder nichts tun, was nützt es dann, wenn wir etwas tun, denn die Luft hat ja keine Grenzen. Wenn andere etwas nicht tun, heißt das nicht, dass man selber nicht mal anfangen soll. Das heißt, wir müssen anfangen, wir müssen auf der europäischen Ebene dann motivieren und überzeugen von den Zielen. Hier ist eine Menge geschehen, aber noch nicht genug. Das gute Beispiel wirkt immer noch am besten. Und darum sollte man ruhig anfangen und sich nicht ausreden. Die anderen machen nicht, dann brauchen wir auch nicht. Sie sind Weidmann. Katalysatorauto hat ja auch schon eine Menge gebracht. Sie sind Weidmann. Und es gibt auch immer wieder den Vorwurf, ich weiß es nicht, ich frage Weidmann Heremann und den Forstmann, dass die Wildreduzierung gravierend auch zur Wiederbelebung des Waldes hinzugehöre. Ist das richtig? Ja, das ist nur da, wo Sie zu große Bestände haben, wo nicht die vernünftigen Wilddichten sind, wo Sie richtige Wilddichten haben, kann man auch als Forstmann damit leben. Ich habe auch einen kleinen Busch und weiß, wovon ich spreche. Ist das richtig, Herr Barras? Also für meinen Bereich kann ich das nicht unbedingt unterstreichen, sondern wir haben in weiten Gebieten haben wir einfach zu hohe Wilddichten. Wir sehen es ja. Ich habe ja gesagt, richtige Wilddichten. Ja. Ausgewogene. Ja. Es muss einfach ein Gleichgewicht zwischen Wald und Wild hergestellt werden. Wir sehen zum Beispiel, dass die Jungpflanzen, die wir einbringen in den Hochlagen, alle verbissen werden. Das heißt, es ist noch zu viel Gamswild, Rotwild und Rehwild vorhanden. Baron Heremann schüttelt den Kopf, Frau Heremann, und sagt, es ist sicherlich nicht überall so. Aber was kann die Industrie, auf einen ganz kurzen Nenner gebracht, was kann der Einzelne, was kann die Industrie tun, damit unser Wald, und es ist ja nicht nur Wald, es ist auch Moos und Sträucher, nicht weiter kaputt gehen? Ja, Sie müssen weiter Emissionen abbauen, Sie müssen alle modernen Technologien einbauen. Dort wird eine ganze Menge gebracht, die müssen die Stickoxide zum Beispiel weghaben. Hier werden neue Verfahren entwickelt. Ich würde sagen, wir haben zu spät damit angefangen. Dann sollten Sie jetzt international tätig werden, dass wir es, denn wir müssen ja unseren Wald, damit wir nicht eines Tages der Verkarstung entgegengehen, darf ich Sie zu mir bitten, Herr von Geldern, und dass unsere Kinder den Wald nur noch aus Bilderbüchern kennen. Ich habe manchmal auf dem Sektor das Gefühl, mancher lebt nach mir die Sintflut, und das wäre eigentlich schade in Bezug auf den Wald.
Die Kraftfahrzeugbesitzer können hier selbst eine ganze Menge tun, mehr als noch bisher. Jeder kann was tun, jetzt müssen Sie was tun. Ja. Bitte schön, Sie dürfen malen, Spiel ab. Pflaume. Nein. Pilz. Becher. Ein Becher, wie heißt ein Becher noch? Ein Pokal. Richtig, lass ich gelten, der Weinpokal. Baum. Von diesem Baum fällt... Die Pflaume. Zum Beispiel. Die Äpfel. Auch. Äpfelbaum. Und wie nennt man... Obstbaum. Wie nennt man das dann, wenn die runterfallen? Fallen. Hallo. Obst. Jawohl. Hallo. Viele Ausdrücke für. Igel. Nein, was ganz anderes. Besen. Wir sprechen nicht, Herr Dr. Denecke. Kein Wort. Fernsehapparat. Nein. Er müsste dann schon im Wald stehen. Ministerium. Es steht auch nicht im Wald. Da sind zwar manchmal viele im Hochsitz. Wald. Hochsitz. Ja, Hochsitz. Cool. Ah, sehr gut. Wie kommen Sie von Ministerium sofort auf Hochsitz? Qualle. Bitte? Wolke. Nein, man darf nicht zeigen. Nee, nee. Aber malen Sie noch mal, groß und rund. Das darf man nicht machen. Nein, nein. So, das ist was? Ein? Ein Kreis. Nein, ein Gesicht. Ein Kopf. Ein Kopf. Ein Mond. Und jetzt Kopf. Malt und, der Freiherr was ganz Bezeichnendes da oben. Ja, das ist ein... Ein Scheitel. Kein Scheitel. Ein Gamsbock oder... Kein Gamsbock, nein. Herr Denecke. Ein Ohrenschaufler. Nein, der hat ziemlich wenig Haare. Eine Glatze. Die hat er noch nicht, Herr Perras. Ein ausfallendes Haar. Das hat er. Und wie nennt man das? Haarausfall. Nein. Gamsreude. Wenn er hier solche... Geheimratsecke. Ja. Den reicht es nicht mehr, den Eiswein. Danke Ihnen herzlich. Bleiben Sie sitzen. Bleiben Sie sitzen. Sie fangen nachher in der zweiten Gruppe an. Die Sterne. Und ich glaube, was den Frieden für die Sterne anbelangt, ist es nahezu genauso höchste Zeit wie für den Wald. Wir kommen jetzt zur etwas schwierigeren Runde. Es geht um Redensarten, Sprichwörter, vielleicht ist ein Buchtitel dabei. Ja, Herr Freiherr klingt ja blöd, aber ich wechsle immer zwischen dem Baron und dem Freiherrn. Vielleicht sollten Sie Ihren Namen noch mehr abkürzen. Redensarten, Sprichwörter, Herr Perras malt. Herr Bundespräsident klingt dann einfach, ja. Spiel ab. Pflaumenbaum. Ein Männchen steht im Wald. Gut, Herr Denecke. Brauchen Sie die Brille nicht, dann nehme ich sie Ihnen ab. Ja? Ein Fisch. Ein Fisch. Im Trüben fischen. Im Trüben, ja. Ein Fisch. An der Angel. An der Angel. Wie heißt das? Ein Fisch an der Angel? Ein Fisch an der Angel haben. Richtig. Und das ist ein Berg. Das ist ein Berg, das ist nicht ein Berg, das ist... Eine Spitze. Na, das ist überhaupt... Spitze. Spitze. Nein, das ist, Spitze. Das ist eine andere Sendung. Das ist eine Giraffe. Nein, das ist... Spitze. Nein, Herr Denecke. Ein Pfeil, der fliegt. Wie nennt man die Spitze eines Berges? Gipfel, Gipfel. Das ist der Gipfel. Der Gipfel. Ja, aber das allerdings... Der Gipfel. Ja, das war der Gipfel. Und jetzt... Das ist ein Wald. Wo lauter Wald keine Bäume sind. Nein, vielleicht geben Sie eine Hilfe, Herr Perras. Ein Weib drin. Da ist ein Weib drin in dem Ach Wald. Ach so, ist ein Rotkäppchen. Nein, das ist ein Lied. Ja. Also ist das ein Lied würde ich sogar noch erweitern. Ein was kümmert mich? Nein, ist doch Wald drin, gesagtlich. Was? Nein? Mädchen im Walde, Frauen und nicht im Walde. Im Wald. Kommen Sie mal auf, was für ein Wald? Das Schwarzwaldmädel sollte es sein. Es gibt einen Punkteabzug. Das sieht aber aus wie Schwarzwaldklinik. Ja. Sie sehen zu viel fern. Ja, jetzt gibt es also eine Krone, ein Märchen. Was für eine Redensart gibt es mit Krone? Einen in der Krone haben. Das ist es das nun setzt nicht. Dem fast die Krone auf. Auch nicht? Ja. Nicht, der hat nicht alle das Kronen. Das ist die Krone der Schöpfung. Auch nicht? Mensch, Sie wissen aber viele Redensarten mit Krone. Manchmal fällt auch Ihnen. Der ist chronisch krank. Dankeschön, Ihnen ist der Zacken nicht aus derselben gefallen. Dankeschön. Ihre Brille, Herr Perras. Würden Sie sich hierher bequemen? Herr Perras, Sie haben nicht meine Sehstärke, darf ich Sie zurückgeben?
So. Psst, 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 psst. Nicht über den letzten Begriff reden. Die Damen bekommen die gleichen. So. Redensarten, Sprichwörter, vielleicht ist ein Lied dabei, vielleicht eine Operette oder so. Spiel ab. Wein gegen Wald. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Ein Männlein steht im Wald. Richtig, für mich. Das habe ich schon andauernd schon gedacht. Bitte, das ist? Sprichwort. Rufen Sie es laut raus. Sprichwort. Eine Redensart, ja. Was ist das, was Sie hier malt mit dem Auge? Ein Fisch. Ja, und jetzt eine Redensart. Fisch im Wasser. Nicht der Fisch im Wasser, sondern... Was hat man? Der Fisch auf dem Trocknen schwimmt. Nein, der schwimmt auch nicht auf dem Trocknen. Nein, ich helfe schon nicht, keine Angst. Ach so. Das ist Wasser. Schnorcheln den Fisch. Einen dicken Fisch an der Angel haben, macht nichts, gab einen Punkteabzug. Jetzt kommt der nächste Begriff und hier eine Hilfe geben. Eine Redensart. Was ist das? Ein Berg. Ein Berg. Eine Bergspitze. Wie nennt man die Berg? Auf den Gipfel bringen. Nein, aber mit Gipfel ist auf die Redensart. Auf den Gipfel stürmen. Wie heißt eine Redensart mit Gipfel? Eine ganz kurze. Das bei manchen Politikerreden sagen wir... Das ja. Lied? Es ist sogar noch mehr als ein Lied. Aha, guck mal. Ist das Teller mit Obst? Das ist kein Teller mit Obst. Diesen Teller mit Obst trägt man in Schwarzwaldmädel. Gut! Das ist eine Krone. Redensart mit Krone? König. Der hat eine Zacken in der Krone los. Nein, aber der Zacken und die Krone, den stimmt, Ding die Krone aufsetzen. Richtig? Den Ding die Krone aufsetzen. Nein, der Zacken und die Krone. Ich möchte es richtig. Zacken aus der Krone frischen. Oder fallen. So heißt es. Jawohl. Baum? Ja. Tannenbaum? Nein. Sprichwort oder was? Ist das ein Sprichwort? Ja, Redensart. Ja, vor lauter Bäumen keinen Wald mehr sehen. Der war nicht mehr drin, aber er war fantastisch. Bleiben Sie bei mir, Sonja. Meine Herren, die Weinköniginnen haben Sie geschlagen. Wir kommen jetzt zur letzten Runde. Und das ist, ich möchte es den Zuschauern und auch Ihnen noch einmal sagen, die Siegermannschaft der Erwachsenen spielt jetzt gegen die Siegermannschaft der Kinder. Und da geht es um einen einzigen Begriff und wer den in der schnellsten Zeit errät. Und es ist logischerweise ein Begriff, der von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen zu erraten ist. Spiel ab. Herr. Ein Bär. Ja, heiß. Berliner Bär. Gummibär. Fantastisch. Fantastisch. Und jetzt, kein Ton. Stellt euch, wer malt bei euch? Wer hat sich denn, wer der Ingo? Ja. Stellt euch zwischen die Damen und ruft raus, was euch einfällt, ja? Ein einziger Begriff, und die waren schnell, kann ich euch sagen, obwohl es nichts mit dem Wein zu tun hat. Lies mal erst, ob du es lesen kannst. Spiel ab. Na? Ohrring. Ohrring. Affe. Kein Affe? Seemännchen. Gummitier. Moment. Jetzt muss ich die Regie fragen, wofür war der Gong? Das war die Zeit der Erwachsenen. Die Erwachsenen haben gewonnen. Und zwar haben die Erwachsenen es nämlich auch richtig gesagt, es war das Gummibärchen. Kommt trotzdem alle zu mir, nehmt eure Puppen. So war es doch wieder mal. Und ihr habt ja schon Puppen, wo habt ihr sie denn? Da hinten. Da hinten. So war es doch wieder mal unheimlich gerecht. Ihr lagt so nahe beieinander. Jetzt darf ich als allererstes den Weinköniginnen unseren goldenen Montagsmaler geben. Den kann man umhängen oder aufstellen oder sonst etwas. Denn Sie sind die eindeutigen Siegerinnen heute. Ich gratuliere. Sonja und liebe Jutta. Jeder von Ihnen bekommt außerdem eine Klecksepuppe. Aber ich freue mich ganz besonders, dass ich den Politikern und dem Weidmann, dem Forstmann, Entschuldigung, ein Kind überreichen darf, Herr Dr. von Teldern. Freier Heeremann. Nummer 6, danke. Ich weiß, dass Sie heute Abend um unsere Willen eine Einladung des Kanzlers ausgeschlagen haben. Ja. Ja? Ja, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Herr Perras, Sie kriegen auch Ihr Kind. Jeder kriegt sein Kind.
Und Herr und Doktor, Sie, und Sie kriegen einen Gruß von der Stiftung Wald in Not. Ich danke schön. Ein Gruß von der Stiftung Wald in Not. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das nächste Mal sehen wir uns am 11. im 11. Und da haben wir uns natürlich was Besonderes ausgedacht. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Und Sie kriegen jetzt auch noch Ihre Kinder. Jutta, danke.